So, es ist ja oft im Alltag erstmal wichtig, wann meditiere ich, wie sitze ich, wo sitze ich. Und da ist so die Empfehlung und die Regel, dass man möglichst jeden Tag sitzen sollte, einfach um dem Prozess Raum zu geben. Jeden Tag möglichst um dieselbe Zeit an demselben Ort. Es ist aber wichtig bei allem, das betone ich ganz, ganz nachdrücklich, bei der Sache erstmal Spaß zu empfinden. Spaß empfinde ich nicht, wenn ich mir ein Regelwerk auferlege, dem ich zwingend unterworfen sein muss. Also es muss das Gefühl da sein, dass es dich erzieht. Das ist so ein bisschen wie beim Basketball das Bild. Der letzte Korb muss wieder drin sein, damit du wieder das Gefühl hast, du hast es beendet. Du beendest es, indem du dir Zeiten auferlegst, die realistisch sind. Also lieber 5 Minuten am Tag konsequent mit Energie sitzen, als 1 Stunde sich krampfhaft irgendwas abzumorkeln und zu merken, dass es halbgar ist. Realistisch ist es, wenn du vielleicht ein familiäres Umfeld hast, was dich fordert und kleine Kinder hast, müssen diese 5 Minuten auch wirklich realistisch sein. Meinetwegen im Mittagsschlaf des Babys, in der Pause, die du hast, wenn du vielleicht von der Arbeit kommst, dass du mit deinem Umfeld dich absprichst und dir sagst, diese 5 Minuten oder 10 Minuten brauche ich jetzt. Ich möchte bitte nicht gestört sein, sind mir wichtig. Vielleicht auch erklärst, warum, und dass dein Umfeld diese Wirkung, diese Wichtigkeit im Idealfall zu spüren bekommt. Dann unterstützt sich dein Umfeld auch gerne für vielleicht 5, 10, 15, 20 Minuten dich auszuklinken. Es muss dich ergreifen, verändern, und es muss den Spaß haben und dir den Spaß bringen, den du auch dann ausstrahlst. Es bringt nichts, wenn du 1 Stunde lang krampfhaft sitzt und danach das Gefühl hast, dass du trotzdem nicht genug gemacht hast. So. Und es reicht manchmal auch einfach, 5 oder 10 Minuten auf der Bettkante zu sitzen, wenn das erstmal dein Ding ist, sich mit der Übung anzufreunden. Aber du wirst irgendwann spüren, dass diese Übung einen Effekt hat, dass diese Übung Energie bringt und Leichtigkeit bringt, die vorher nicht da war. Das ist wichtig zu spüren. Es ist wichtig zu spüren, dass es einen Effekt gibt. Dieser Effekt kann aber erst nach mehreren Wochen eintreten. Warte nicht auf irgendwelche Effekte, aber habe Vertrauen, dass die Übung Sinn macht. Diese Übung macht Sinn. Aber wie ich in den nächsten Folgen auch weiter beschreiben werde, ist es erst einmal so, dass viele Hindernisse auftreten können, die dich von der Übung wegziehen, die dir vielleicht die Sinnlosigkeit deines Unterfangs reden wollen. Lass dich von diesen Hindernissen, von diesen Tendenzen nicht irritieren. Schaff dir einfach eine realistische Zeit am Tag, in der du diese Übung vollziehst. Und die erste Sitzhaltung, mit der ich beginnen möchte, ist für die Menschen, die vielleicht aus körperlichen Gründen nicht auf der Matte Platz finden können. Und dazu kannst du auch einen Stuhl nehmen. Diese Übung kannst du auch auf einer Parkbank machen, an einer Bushaltestelle, überall, wo du sitzt. Diese Übung kann man natürlich auch im Stehen machen, aber wir sind jetzt hier bei der Sitzmeditation. Und dazu ist es empfehlenswert, sich einen Hocker zu nehmen oder einen Stuhl, vielleicht sogar einen Hocker ohne Lehne. Denn die Bequemlichkeit veranlasst uns oft, uns anzulehnen, und das sollte man bei der Übung nicht tun. Wir setzen uns auf einen Stuhl, die Beine, die Füße schulterbreit auseinander, und wir richten den Oberkörper auf. Auch hier wieder dieser Kipppunkt in der Hüfte, nach vorne kippen, den Kopf anziehen, der Scheitel ist der höchste Punkt. Stellt euch vor, hier oben ist ein Seil, das dich zur Decke zieht, dass du wie eine Marionette an einem Faden hängst, dass das Bild in dem Moment kippt, das Kinn automatisch nach vorne und der Energiefluss im Nacken ist gewährleistet. Hier, der Nacken muss gestreckt sein. Auch hier wieder nicht krampfhaft werden, aber zu spüren, dass du dir ein Rückgrat erarbeitest. Ein Rückgrat, in dem alles andere loslassen kann, in dem du einfach dich entspannen kannst. Die Hände auch wieder, die rechte Hand umschließt den linken Daumen und die Hände liegen vor dem Unterbauch. Spüre in den Füßen,
die Schwerkraft, spüre den Boden und atme jetzt in den Bauch hinein. Das ist die Sitzhaltung auf einem Stuhl. Die nächste Möglichkeit, um dann vielleicht etwas entspannter als erstmal zum Beispiel im Viertel- oder Halblotus zu sitzen, ist das Sitzen auf einem Bänkchen, auf einem sogenannten Meditationsbänkchen im Sesa. Das ist der Fersensitz. Wir haben so Bänkchen, die sind leicht angeschrägt, ideal für die Meditation. Und davon gibt es auch, bekommt man im Netz mehrere zu kaufen, mehrere Varianten, manchmal zum Einklappen. Wenn du mit Zazen anfängst, kannst du dir auch einfach einen Bücherstapel übereinander stapeln, je nach Höhe, dass die Knie nicht abgeklemmt sind. Und diese Bücher, meinetwegen mit einer Decke darüber, so packen, dass du rittlings drauf sitzen kannst, ganz ohne Probleme. Du musst dir nicht gleich für viel Geld ein Bänkchen kaufen oder die Idee haben, dir eins bauen zu müssen oder was auch immer, sondern du nimmst dir einfach mal Bücher und probierst diesen Sitz aus. Fersensitz. Dieselben Attribute wie auf einem Stuhl, aber du sitzt rittlings auf diesem Bücherstapel oder auf einem Kissen, das du dir vielleicht oder mehrere Decken zusammenrollst. So. Das ist erstmal entspannt, ohne großartige Probleme kommen wir in die aufrechte Körperhaltung, in diese Bauchatmung hinein und klemmen uns hier hinten erstmal nichts ab. Dieses Bänkchen hier ermöglicht, dass wir es über die Beine packen und direkt in dieser Schräglage sitzen können. Das ermöglicht ein Meditationsbänkchen. Das ist sehr stabil und darauf kann man dann verweilen. Eine klassische Meditationsrunde hier im Wolkentor dauert 25 Minuten. Nach 25 Minuten beginnt dann eine Gehmeditation. Das ist eine klassische Runde. 25 Minuten sitzen in Stille Sazen. Aber wie betont, stecke dir deine Meditationszeiten in dem Maße, wie sie für dich angemessen sind. Das entscheidest du. Das waren jetzt die Sitzhaltungen, die möglich sind, falls man körperlich etwas eingeschränkt ist oder auch die Sitzhaltungen, die man im Alltag gut einnehmen kann. So alltagsbegleitend. Parkbank, Stichwort, Bushaltestelle oder wo auch immer, Büro. Jetzt aber mal zu der Sitzhaltung, die wir hier in der Sendo, im Dojo oder auch einnehmen, falls wir uns darauf einlassen möchten und etwas mehr Kraft und Bodenhaftung in die Sache. Bodenhaftung, indem man eine Kissen, eine Matte hat oder eine dicke Decke, die du dir unterlegen kannst. Und dann besteht es darin, erstmal die richtige Sitzhöhe zu finden. Empfehlenswerterweise fängt man mit einer sehr hohen Unterlage an, mit einem sehr großen Kissen. Wie gesagt, auch dabei kann man zum Beispiel Decken nehmen oder auch vielleicht erstmal Bücher, möglichst keine ganz weichen Sofakissen, weil da sinkst du sofort drin ein. Wenn es Knieprobleme geben sollte oder auch einfach erstmal zum Ausprobieren, empfiehlt sich natürlich der Schneidersitz zum Beispiel. Schneidersitz aber bitte nicht so, wie man es oft sieht, dass die Knie höher sind als die Hüfte, denn dadurch wird wieder die Atmung, die Bauchatmung unterdrückt, um die es ja eigentlich geht, sondern man setzt sich in dieser Weise hin, indem man sich ein Polster baut und im Ideal noch Kissen unter die Knie polstert, dass man drei Punkte hat, auf denen man sitzt. Die nächste Möglichkeit wäre der burmesische Sitz. Dabei liegen die Beine in dieser Form voreinander. Wichtig hier auch wieder der Kipppunkt in der Hüfte und der freie Unterbauch. Und hier merkt man sehr deutlich, dass man sich hier wie ein Stativ, wie eine Antenne aufrichten kann und man sehr fundiert sitzen kann. Dass es auch in dieser Sitzhaltung möglich ist, den Oberkörper weit zu strecken und Stabilität herzustellen. Und dann der nächste Schritt, die nächste Einladung wäre zum Beispiel der Viertellotus. Das ist auch eine Sitzhaltung, die ich persönlich vorziehe.
der vierte Lotus hier zu sehen, in dem der Fuß auf dem Unterschenkel ruht. Das kann man auch wechseln. Wichtig ist dabei, sich einfach wirklich auszuprobieren. Auch die Höhe, nochmal betont, ist wichtig, des Sitzkissens, die sich manchmal auch ändert im Laufe der Zeit. Manchmal brauchst du ein tiefes Kissen, manchmal ein hohes. Beim hohen Kissen ist es natürlich sehr viel leichter, den Oberkörper und den Rücken gerade zu halten. Denn die Tendenz, die normale Tendenz ist wieder, den Kipppunkt zusammenfallen zu lassen und in die gewohnte Entspannung zu gehen. Entspannung bedeutet aber hier im Sazen, im stillen Sitzen, dass die Wirbelsäule sich aufrichtet und die Muskulatur sich entspannt. Das, was wir als Entspannung wahrnehmen, ist meistens eine gekrümmte Wirbelsäule und die Muskulatur sich dazu auch noch entspannt. Also jeder Physiotherapeut rät dazu, die Wirbelsäule sich aufzurichten. Manchmal ist es ungewohnt, weil die Muskulatur auch nicht da mitarbeitet oder weil sie es nicht gewöhnt ist. Wir müssen uns sozusagen bewusst sein, dass wir uns durch die Sitzen auch ein Rückgrat erarbeiten. Manchmal ist es empfehlenswert, vielleicht auch mit Gymnastik oder so das zu unterstützen. Aber seid ihr bewusst, dass es ein langwieriger Prozess ist, der Zeit dauern darf. Nichts überstürzen, nicht verkrampfen, weil es zu anstrengend ist. So, dann gibt es noch den halben Lotus nach dem Viertel. Darauf würde sich jetzt, wie hier zu sehen, der Fuß auf dem Oberschenkel befinden. Und den vollen Lotus, den ich hier aus körperlichen Gründen selber nicht ausführen kann, ist, dass sich beide Füße auf den Oberschenkel befinden. Es ist nicht erstrebenswert, unbedingt im Volllotus sitzen zu müssen. Das kann man sich gleich abschminken, dass das irgendwie das Ziel sein müsste. Der Volllotus ermöglicht es, sich gerade lange hinzusetzen und zum Beispiel nicht beim Einschlafen umzukippen. Aber mehr und weniger ist es auch nicht. Also es geht darum, den Rücken gerade zu halten und erstmal eine Form zu finden, die dir persönlich liegt. Und das erstmal beizubehalten in einer Zeit, die du dir selber vorgibst. Aber hier im Wolkentor bei einem Session, wenn du herkommen möchtest, wären es diese 25 Minuten. Bevor du dich zum Beispiel für ein Session hier entscheidest, ist es gut, sich auszuprobieren, 25 Minuten zu sitzen oder vielleicht auch zweimal 25 Minuten und dich darin erlebst, wie du das dann da empfindest. Wenn das zu schaffen ist, dann ist die Möglichkeit eines Sessions hier, wobei hier auch nicht die Voraussetzung im Raum steht, dass du auf der Matte sitzen musst, sondern du könntest dich auch, wie eben gezeigt, auf ein Bänkchen oder auf einen Hocker setzen. Viel Spaß beim Ausprobieren!